Ich komme mir jetzt schon so vor, wie die Edith Klinger damals bei ich habe einen Hund dann. Sucht, weil die hat immer den Platz gesucht für die Tiere, Hunde, die ein bisschen einen Platz braucht. Also wir würden uns wirklich sehr freuen, ein gutes Platz zu finden für dieses wunderbare, herrliche Bild. Wirklich alter Liebling, nicht? Das haben wir schon lange. Ein Bild, das wir schon, glaube ich, 15 bis 20 Jahre haben und das wir aber nicht aufgehört haben zu lieben. Es stammt von Jakob Alt. Und dargestellt ist die Bucht von Stella Mare in der großen Golf von Neapel. 1848 gemalt. 1848 gemalt. Und ein Bild gewordener Traum eines Bootsfahrers. Ja, eines Seglers, nicht? Wir haben hier also einen Zweimaster, und zwar einen Schoner, keine Catch, weil da wäre der hintere Mast kürzer, aber ein Gaffelschoner auch mit der Dackelung. Das Faszinierende für mich an dem Bild ist aber diese Gegenläufigkeit von Natur, Landschaft, festen Körpern, Ding. Und dann dieses feine Takelage und die Behandlung dieses Schiffes. Dieser unglaubliche Gegensatz, der auch diese Spannung erzeugt. Der war natürlich ein Meister seines Faches, der Jakob Alt, der als Vater von Rudolf von Alt und Franz Alt, sicherlich einer, der seinen Söhnen viel beigebracht hat, so wie du ja mir auch alles beigebracht hast, was ich weiß. aber es ist natürlich, und das sagen wir ja immer wieder, wenn man muss sein Handwerk schon verstehen, damit es dann Sinn macht. Und ich glaube, wenn man, so wie du das jetzt gesagt hast, mit der Leichtigkeit des Wassers, wenn man das nicht wirklich präzise macht, dann funktioniert das nicht. Dann rinnt das Wasser aus, dann werden diese Flächen unstimmig. Und diese Bühne aufzubauen, wo wirklich also ein starker Hintergrund ist, aber auch ein starker Vordergrund, das ist, glaube ich, schwerer, als wir uns das vorstellen können heute. Und er spielt natürlich mit diesen Gegensätzen. Wenn die Kamera mal da hineinfährt, zum Beispiel zwischen die Boote, das ist ja der hohe Realismus, hohes Verständnis für Raum und Raumsituationen und für Materialität. Ein fein empfundenes, auch ein Bild, an das man sich heute noch herantasten kann, auch in Wirklichkeit, weil diese Lagerhäuser gibt es noch. Ja. Ja. Und diese Bucht ist eine Jahrhunderte, Jahrtausende lang ein wesentlicher Umschlaghafen auch gewesen für alles, was da vom Golf von Neapel nach hinaus musste. Ja, hat wahrscheinlich heute eine etwas andere Bedeutung, heute ist wahrscheinlich viel zu sehr touristisch. Ja, es geht ja dann hier weiter nach Richtung Amalfi und so weiter, aber es ist ein bezauberndes Biedermeier-Bild. Zum Glück kann man auch sagen, weil 1848 ist dann vorbei mit dem Biedermeier. Aber es ist ein bezauberndes Biedermeier-Bild und beschäftigt sich aber jetzt mit dem Meer und mit den Dingen, die uns allen so ein bisschen im Herzen liegen, die aber jetzt nicht biedermeierlich zu Hause sind. Noch besser wäre, wenn es das winterliche Meer wäre. Das ist dann noch seltener. Da müsste man dann schon hinaufgehen in die holländischen Grachten. Aber wenn man sich anschaut, mit was für einer weichen, warmen Behandlung diese Bergketten hier behandelt worden sind, wie stimmig die Bricket, also die Ziegelbauten sind, wie das Holzschiff hier, das ist alles allerfeinste Beobachtung von einem, der ganz bedeutend, ich meine, der Vater ist nie so wie der Sohn, das leider Gottes. Das große also, aber der Jakob Alt ist durchaus auch ein vorzüglicher Maler, und wir würden uns wirklich wünschen, dass sich das einer mal wirklich genau anschaut. Ich komme jetzt schon so vor, wie die Edith Klinger damals bei ich habe einen Hund dann. Sucht, weil die hat immer den Platz gesucht für die Tiere, Hunde, die ein bisschen einen Platz braucht. Also wir würden uns wirklich sehr freuen, ein gutes Platz für dieses wunderbare, herrliche Bild.